Guck, jetzt spülen sie es. Mit einer Spüle im Personalraum wird das Personalgeschirr gespült. Wird immer besser. Arbeiten Sie mit Informanten zusammen und so weiter. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Guten Abend, Belzebub. Also, das ist faszinierend, dass die Köche jetzt nicht mehr hier drüben das Geschirr spülen, sondern nur noch zusammenräumen und dann hier eine Spüle brauchen. Das war, glaube ich, vom letzten Patch noch nicht der Fall. Und Bäume. Ich weiß nicht, ob er das anerkennt. Das ist nämlich zu klein. Scheint ihn nicht zu stören. Scheint sie nicht zu stören. Zu klein, zu groß. Egal. Hauptsache Toilette, Hauptsache Personalraum. Auf geht's. Und schon rennen sie aufs Klo. So, dann haben wir das alles zumindest mal am Laufen. Wir machen aber mieser. Wir sollten einen Gefängnisblock starten. Den Auftrag haben wir ja auch. Damit wir 15 Zellen kriegen. Oh. Internet. Da hat gerade das Internet etwas geschwankt. Ja, nee, dass ich noch da bin, sehe ich, aber das war halt gerade eben, es wird mal kurz gelb und dann orange und meistens ist das, was danach kommt, rot und dann ist weg. Aber es kam wieder auf grün zurück. Also ich bete ja dafür, dass ein Abend unter der Woche rumgeht. Ohne Disconnect. Da bete ich für, wirklich. So, nee, das war der falsche Raum. Den hier meine ich. Da muss einer rein. Und ja, hier ist alles zu offen. Ah, hier ist alles viel zu offen. Türen. Wir brauchen jede Menge Türen. Scheibengleister aber auch. Ich meine, die kann ich ja aufmachen, die Türen. Das ist ja nicht das Problem, aber da keine hinzumachen, ist ein Problem. So, dann brauchen wir hier ein Zauntortür für da rein. Vielen Dank fürs Feedback, The German Sticks. Das war sehr ausführlich, dass wir keinen Ruckler und nichts hatten. Das beruhigt. Weil ich habe schon gedacht, es wird gerade eben so. Ich erschrecke mich da immer gleich zu Tode. Ich bin halt echt schon gepeinigt dadurch, ne? Das kann mir gar niemand beschreiben. Also wir haben 50 Frames verloren, aber das ist immer noch im 0,0% Bereich. Wie, kommen schon wieder Gefangene? Wo marschieren dann die anderen Gefangenen alle hin? Werden die immer entlassen oder hauen die mir ab? So, da steht einer.
Da müsste jetzt einer rausgehen und den holen. So, die Tür können wir mal entriegeln. Die Tür können wir mal entriegeln. Das hier ist die große Schleuse. So, dann sollte man da noch überall hin können. Und hier, da ist halt der Bau noch nicht fertig. Da warten wir noch. So, wir sind wieder bei 4 Dollar plus. Wow. Wir sollten uns dringendst um eine nee, nicht krank, doch Krankenstation oder Gefängnis kümmern. Ich hätte gern einen Gefängnisblock. So, jetzt ist die große Frage. Wie baue ich die hier dran? Ich glaube, wir gehen erstmal im Planungsbildschirm, bevor ich gleich wieder Gebäude ziehe. Ja, der Bau ist noch nicht fertig hier. Das ist alles noch im Rohzustand. Das wird noch für andere Sachen verwendet werden. Wir können sogar hier die Krankenstation reinmachen, fällt mir gerade mal so auf. Ich habe für diesen Raum keine Idee, was ich da reinmachen könnte momentan. Das wäre ein guter Platz für eine Krankenstation. So, 1, 2, 3. 4. Dann könnte man da auch noch einen Gang nach hinten machen, wobei so viele Gänge nach hinten brauchen wir auch nicht unbedingt. Putzraum ist das hier zu groß. Glaube, den können wir auch irgendwo anders noch unterbringen. Mehr im Gefängnis selbst. Weil da sollen ja dann auch die Gefangenen hin, um Putzzeug zu holen. So, wir bauen hier erstmal so ungefähr auf der Höhe. So, jetzt bin ich gerade mal gespannt. Wir brauchen so 8 Felder für das, was ich vorhabe in der Zelle. Dann brauchen wir so 2 Felder Luft für den Gang. So, und das Ganze. Ja, ich kann auch einfach 16 machen, das ist das Vierfache von 4. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ungefähr. Na komm, machen wir dann noch mal 4 dran. Wobei es ist falsch, 4 dran zu machen. Der Raum funktioniert leider nicht. Wieso nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das heißt, da drin wären 18 Zellen, 15 brauchen wir. Andersrum. So, und dann können wir hier noch einen Zugang machen. Mit Weg. Richtig. Also das weiß ich ja. Das habe ich ja vorhin schon festgestellt. Wenn ich die Toiletten hier hinbaue, geht keiner drauf. Wenn ich das als Personalraum deklariere, geht's Personal hier auf die Toilette. Aber der Raum an sich, der funktioniert nicht. Aber sie gehen dort auf die Toilette, das Personal. Und das ist das Wichtige für mich. Von mir aus kann das die ganze Zeit blinken. Ist mir erstmal egal, bis wir irgendwann mal umgebaut haben, dass diese Toiletten irgendwie
hier irgendwo integriert sind, vielleicht hier, dass dieses Büro irgendwo anders landet und dann können wir hier die Toiletten reinmachen und dann können wir hier einen Putzraum reinmachen oder so, keine Ahnung. Wichtig ist erstmal, dass es funktioniert. Weil sonst steigen die mir aufs Dach, dass sie nicht auf Toilette können. Alles schon gehabt. So, das war teuer. So, dann bauen wir hier Zaun an. Und Reisen. Später den anderen Zaun weg. Ja, das hat einen Sinn. Der Erweiterbarkeit halber. Ich könnte hier einen Gang bauen. Falls ich hier irgendwie was baue, was das zubaut, kann ich hier noch einen Gang hinbauen, dass man hier wieder durchkommt zur Seite. Jo, logistische Fehler. Wir kriegen mehr Versorgungslieferungen immer her mit. Oder ich kann hier einen Heizungsraum anbauen. Ich habe immer noch ein bisschen Luft für irgendwas, was ich vergessen habe, noch irgendwo dran zu bauen. Ich habe früher den Fehler gemacht, ich habe alles aneinander geklatscht. Also ich habe auch in Anno den Fehler gemacht oder woanders. Ich habe immer alles aneinander geklatscht. Und ich habe vor allem habe ich keine Wege gelassen. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich hier schon mal Wege geplant habe, dass ich nicht auf die Idee komme, hier was zu bauen. Weil dadurch habe ich mich immer selbst eingebaut. Und zwar so eingebaut, bis es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Siehe Anno, das habe ich ja mehr oder weniger abgebrochen, weil ich gesagt habe, also es war wirklich so. Ich habe gedacht, und das nur wegen meiner Art zu bauen, weil einfach kein Platz war. Ich hätte die halbe Stadt abreißen müssen und alles neu bauen müssen, wenn ich das irgendwie hätte sinnvoll gestalten wollen. Und seitdem ich das kapiert habe, dass das immer die Wege sind, wo ich mich zubaue, lasse ich mehr Platz für Wege. City Skylines ist das genau das Gleiche. Könnten wir auch mal wieder spielen. Aber ich habe gerade zu viel am Laufen. Was kannst du verschieben? Gebäude? Echt? Kann man die mittlerweile verschieben? Es wird immer doller. Ja, planen kann man, aber das nutze ich. Also ganz im Ernst, wenn ich auch noch planen würde, wie ich das alles bauen will. Spiel's gerade mal durch. Ich habe 3 Stunden gebraucht, bis ein Gefangener reinkam. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte auch noch alles vorher geplant, bevor ich es gebaut hätte und eingerichtet hätte. Dann wären 6 Stunden rum und es wäre kein Gefangener in meinem Knast. Ich weiß nicht, ob das wirklich so interessant gewesen wäre dann. So. Hier und hier zumachen. Tür holen. Große Tür hier reinsetzen. Es ist schon sehr laut hier mit den ganzen Toren, die auf und zu gehen. Aber das hier funktioniert einfach. Ich verstehe auch nicht, warum. Die gehen hier in den Personalraum, anstatt hier in den Personalraum zu gehen. Die gehen hier hin und essen und trinken, aber da gibt es immer welche, die laufen dann da drüben rum.
Ach, bei Anno kann man jetzt verschieben. Wieso müssen wir die Anzahl der Gefangenen in der Verwahrzelle reduzieren? Klar, wir brauchen irgendwann eigene Zellen für die, aber... Gibt es eigentlich schon ein Besucherprogramm? Besuchsrechte da unten. Ja, das ist auch interessant. Patrouillen brauchen wir noch. Und Patrouillen freischalten, dann können wir das uns direkt abholen. Haben wir Patrouillen schon? Wir haben Patrouillen schon. So, Gesundheit, Ausbildung. Extra Zuschuss, Kredit, die Dinger mal freischalten. Erweiterung, wichtige Punkte. Dann könnte ich das nämlich schon annehmen. Pause. Du mal ganz schnell dahin und gleichzeitig Notfallteam. Wo haben wir Notdienst? Sanitäter. Scheiße, tot. Zu spät gesehen. Der hat sich eine Überdosis reingeholt. So, wir holen die mal zu uns rein. Die können da auch nichts mehr machen, aber wir lassen die mal da. Ja. Bis unsere Krankenstation fertig ist. Tür öffnen, nee, Tür entriegeln. Es ist aber auch ein Drama. So, Krankenstation. Wo haben wir die wieder? Da, Krankenstation. Groß genug ist es scheinbar. Fehlen nur noch Krankenbetten und Ärzte. Warum können Sie die Krankenbetten nicht einfach da oben dazu machen? Zu den Betten, die da eh schon sind. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei die Tür stellen wir keins. Personal, Arzt, 1, 2. Krankenstation muss gleich fertig sein. Was noch fehlt, ist ein Büro für einen Psychologen. Ich bin begeistert. Ich glaube, das machen wir ganz einfach. Der hat doch alles erforscht. Kann ich den eigentlich entlassen? Ja, geht. Oh, dann geht aber auch das weg. Ach, vorzüglich. So, haben wir den Zuschuss schon mal. Warum wird das hier eigentlich nicht fertig? Gut. Die bauen die Krankenstation.
Dann können wir die hier eigentlich auch heimschicken. Das hat sich dann erledigt. Ab jetzt können wir die Kranken selbst versorgen. Wir haben einen Psychologen, das heißt, wir dürften auch die Bedürfnisse sehen. Erholung und Wärme ist ein großes Problem. Ja, dafür habe ich aber doch auch eine Heizung hier reingebaut überall. Wir müssten mal, ja, Logistik, Temperaturen. Hier fehlt Heizung. Ich suche in diesem Spiel einfach immer alles. So, machen wir hier eine Heizung hin. Das Warmwasserrohr liegt schon direkt nebendran. Und fertig. Und dann ist hier drin auch warm. Ja, nee, die Tür ist nicht zu. Die können, wenn sie wollen, hier über die Personaleingänge locker in diesen Raum rein. Ich habe eher das Gefühl, das ist abgebrochen worden. Als ich die Tür angeklickt habe. Ja, die hatten keinen Bauauftrag mehr, warum auch immer. Das Gute ist, dass wir hier einen Heizraum haben. Der ist nicht so weit weg von dem hier. Es könnte sein, dass wir mit dem Heizraum das ganze Ding mit warmem Wasser und Heizung versorgen können. Ich überlege mir auch gerade, ob ich das Projekt runterladen, cutten und auf YouTube bringen soll. Könnte man ja auch machen. Dann noch ein Projekt mehr. Ich komme morgen schon mit 5 Videos. Nein! Die haben uns das Leben gerettet, oder? Ist gut, dass die Krankenstation hier so nah dran ist. Oder hat er es geschafft, sich umzubringen? Machen die ihn da putzen? Unglaublich. So, dann können wir die Tür entriegeln. Böden, Platten. Und dann haben wir da einen Weg. Die putzen da drin, ohne Witz. Den so langweilig mit Putzen, dass die da drin jetzt putzen müssen. Ich glaube, wir bauen noch hier hinten mal an, dass wir noch ein paar Büros hinkriegen. Wir haben gerade Büromangel. Aber ich glaube, das muss ich auch besser planen. So. Guten Abend, only confused. So, gerade mal gucken. 4, 4 passt. Wie weit muss ich das ziehen? Wie viele Büros werde ich noch brauchen? Ich glaube noch jede Menge.
komisch aus. Das stimmt eher. So, machen wir es so, dann nehmen wir die Wand hier mit weg. So, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Hier müssen nur noch die Zellen rein, das gibt jetzt auch noch einen Spaß. So, ich glaube, dabei belasse ich es erstmal. Und dann brauchen wir da drin noch Licht. Glaube, wir machen das dann immer so und hier ungefähr auf der Höhe machen wir Lampen hin. Was bauen sie denn jetzt schon wieder außer hier drin? Hört sich an, als ob die hier bauen. Irritiert mich. Nein. Die haben dem gerade eben wieder mal das Leben gerettet, glaube ich. Also wir haben echt das Problem, dass die sich hier massenhaft umbringen wollen. Ist es so schlimm bei uns? Sie haben Toiletten, sie haben Schlaf, sie haben Hygiene. Wir haben Training, Familie übers Telefon, Kleidung ist ein Problem. Drogen ist ein großes Problem, die sollen sie ja nicht haben. Sie haben Flüssigkeitszufuhr und alles. Also ich weiß nicht, warum die sich da so. Also das Einzige, was fehlt, ist Erholung. Aber jetzt schon ein Community Center für die zu bauen, finde ich ein bisschen. Wir sind am Anfang. Also. Ich verstehe ja, dass die vieles brauchen, damit sie happy sind, aber direkt am Anfang alles zu haben, ist ein bisschen hardcore. So, wir legen Strom hier rein. Das ist ja auch sowas, was mir halt auf den Keks geht. Also du hast nicht mehr die Zeit auszubauen. Also die beschweren sich ja jetzt schon über dreckige Klamotten. Jetzt soll ich auch gleich noch eine Wäscherei bauen. Ich weiß so schon nicht, wo ich da überall anfangen soll. Ich baue immer eine Sache nach der anderen. So habe ich das immer gemacht. Und irgendwie brauchst du jetzt alles doppelt, dreifach und das am besten schnell. Am besten gestern oder vorgestern. Und das hat mich irgendwann mal überfordert und hat mir den Spaß verdorben. Es ist aber auch ein Drama, dass ich da keinen drin positionieren kann zurzeit, weil uns die Büros fehlen. Wie sieht's denn aus da hinten? Das sieht gut aus. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. So war das, glaube ich. Ja, aber ich muss sagen, also seit ich das jetzt beim letzten Mal da wieder angespielt habe, habe ich so wieder ein bisschen Spaß dran gefunden. Ich meine, gut, man muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel ja von Alpha 10 bis Release
durchgehend in mehreren Staffeln in jeder Alpha auf YouTube gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lang. 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre am Stück. Nix. Also immer wieder Prison-Architekt, immer wieder von vorne, immer wieder Gefängnis bauen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich kann es nicht mehr sehen. Und dann hat mich jedes neue Feature genervt, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Jetzt habe ich halt ein bisschen Abstand und jetzt, also aktuell macht es mir gerade wieder ein bisschen Spaß.